Oha, Yomina-sama und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Diese Folge ist nochmal etwas specialiger, weil mein Freund nochmal bei einer Folge dabei ist. Das ist krass, nicht wahr? Hallo Welt, wie geht es euch? Habt ihr einen schönen Tag? Genießt ihr den schönen Morgen, weil die Folgen ja immer morgens rauskommen. Ja, das habe ich noch nie erwähnt. Willkommen im Craterside-Lagerraum. Hi! Falls es euch aufgefallen ist, außer gestern habe ich seit einer Woche ungefähr... Ich behalte sie im Hallo, Auge. Hallo Söldner. Habe ich immer meine Videos um 12 Uhr morgens hochgeladen, weil Ohio heißt ja guten Morgen. Und da kann ich ja nicht anfangen, auf einmal die Videos abends oder Schrott mittags Schrott ist mein Geschäft. Schrott, okay. Wir sprechen jetzt kurz mit ihr und ich verkaufe ihr noch ein paar Sachen, dann fangen wir das dritte Kapitel an, damit das endlich mal beendet ist und ich die Keine Stadt Mätzchen, ja? hochjagen kann. Hey, bleib mal da. Mora. Wissen Sie, es gibt da ein neues Rezept zur Zubereitung von Red Kakerlakenfleisch. Schmeckt leider trotzdem nach Käsefuß. Wie geht's denn so? Sehen wir mal was. Ah, nee. Können Sie meine Ausrüstung? Nein. Verkaufen Sie hier irgendwelche speziellen Gegenstände so, oder? Nein. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Oh. Was darf's denn sein? Also. Du kannst übrigens gezielt dort oben, wo GGST steht, auch durchwechseln. Oha! Wusstest du aber schon. Hey, ja klar wusste ich das. Also... Und die könntest du ja tatsächlich alle verkaufen. Die da? Ja, hätte gut Geld. Und... Mit der Granate könntest du ja auch welche verkaufen. Frage ist, ob du sie jemals wirklich einsetzen wirst. Ich verkaufe mal die Hälfte. Okay. Dann habe ich doch noch die Minen. Sind das alle jetzt gewesen, oder? Du hast noch Kronkorkenminen gesammelt. Aber die haben tatsächlich so viel Wumms, dass ich sie mal für mich behalten würde. Okay, dann befolge ich deinen Rat. Ja. Dann jetzt nichts Warum mehr. Hast du einen Fat Man? Ich finde den cool, okay? Okay. Er macht ziemlich viel Schaden. Ja, du hast genau eine Munition. Du wirst die wahrscheinlich niemals einsetzen. Ich will den behalten, okay? Okay. Genauso. Das ist wie so ein Markenzeichen. Diesen Sheriff's Hut, den habe ich dem Sheriff geklaut, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Das erste Mal, wo ich einen Sheriff gesehen habe. Und dann habe ich ihn verkauft an einen Händler. Ich sehe übrigens, du hast dich sehr klug für eine Rüstung entschieden, die gar keinen Schaden aushält. So. Anstatt, dass du einen gepanzerten Vault-Anzug nimmst, der... Jetzt hast du den verkauft. So. Ja, okay. Was macht denn der? Fahr mal über den Umgebungsanzug, so, just for fun. Ja, der andere ist das. Und den Helm kannst du auch anziehen, ist auch nochmal Schadensreduktion. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe den, glaube ich, angezogen, weil da Strahlung war. Das stimmt. Ja, ich bin manchmal nicht Jetzt ganz dumm. Geh mal noch ein bisschen weiter rüber, du kannst noch mehr verkaufen. Du kannst noch viele tolle Sachen verkaufen. Okay, ich gehe nochmal weiter rüber. Zum Beispiel, davor ist nichts, das würde ich als behalten. Okay. Aber du kannst zum Beispiel verkaufen Keramikteller. Hä? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die eingesammelt habe. Okay. Schachtel Zigaretten. Ja, die sammle ich mir extra ein. Sensormodule sind auch super eigentlich zu verkaufen, wenn man sie für nichts gerade braucht. Terpentin kannst du auch verkaufen. Was ist das überhaupt? Terpentin, Brennstoff. Vorkriegsgeld. Wunderkleber, was brauchst du denn? Ich dachte, vielleicht kann ich den nicht das Vorkriegsbuch hier verkaufen. Oh, das war ein Buch. ich weiß nicht. Stimmt. Ich dachte, den kann ich mal gebrauchen. Okay, also es gibt tatsächlich Sachen, wo man ihn braucht, aber den findet man eigentlich auch überall. Also, ich meine, es ist nur Gewicht, das du mit dir rumschleppst, das du nicht brauchst. Momentan. Okay. Und deswegen schleppst du sie mit dir rum, alles klar? Okay, ich verkaufe alle. Wenn du meinst, dass ich sie nicht brauche, dann... Vielleicht brauchst du sie mal, aber dann kommst du schon wieder an welche an. Okay. Dasselbe gilt übrigens auch für Zündflammen. Einverstanden, dann verkaufe ich auch alle. Außerdem willst du irgendwas basteln, dann brauchst du das natürlich. Aber ist es zu spät? Ja, Munition würde ich mal gucken, was du für die 32er bekommst. Soll ich die Energiezelle auch wegmachen? Nö. Gleisnägel kannst du vollständig verkaufen. Brauchst du eh nicht. Und 32er könntest du gucken. Okay, ja gut, ich meine, du wirst nie wieder 32er Waffen mehr verwenden, hoffe ich mal. Soll ich die verkaufen? Ja, kannst du.
musst du aber nicht. Ich behalte ein paar. Immer aufs Nummer sicher gehen. Ja, okay. Jetzt hast du erstmal 517 Kronkorken. Kann ich hier noch irgendwas kaufen? Jo, mach ich. Ich würde auch auf jeden Fall einen Plechtel haben. Nein, den Abwehrmittelstick. Das ist teuer. Ja, aber es bringt auch nichts. Energiezelle, Kamera, Kampfhelm, Kampfrüstung. Boah, das würde ich mir tatsächlich überlegen. Die ist einfach dreimal so effizient wie deine derzeitige Rüstung. Ja, nee, dann kaufe ich die jetzt. Scroll mal runter zu der 116er. Die ist zwei weniger effizient und viel billiger. Kauf die. Ja? Ja, da ist der Preis viel besser. Lederrüstung, nö. Löschlauch, Spritzdüse, Mentats. Ups, den habe ich immer falsch gesagt. OP-Schlauch. Outfit. Rakete. Raketenwerfer. So, Oh. Wenn ich alle kaufe, dann ist mein Geld weg, oder? Ich würde die Hälfte kaufen. Ich mag immer viele, weil ich schnell. Ja, das ist immer noch, dass ich ein bisschen dann Geld habe. Ich akzeptiere. Sehr schön. Kapitel 3. Juhu. Gute Jagd. Danke. Okay. Ich bin bereit, die Recherchen über das letzte Kapitel zu beginnen. Das letzte Kapitel ist etwas esoterischer. Es geht um das Überleben der Menschheit als Ganzes und den Wiederaufbau der Gesellschaft. Tiefsinnig, was? Nein. Wir wollen herausfinden, wie große Siedlungen gegründet und alte Technologien eingesetzt werden. Auch brauche ich Geschichtsinfos aus einer Bibliothek. Wir sind auf der Zielgeraden und sollten nochmal zum Endspurt ansetzen. Was wollen wir zuerst angehen? Puh. Das Erforschen der lokalen Geschichte scheint einfach zu sein, oder? Der Einsatz alter Technologien klingt interessant, finde ich persönlich gar nicht. Ich könnte in der Bibliothek nachsehen, vielleicht gibt es ja schon so ein Buch. Vielleicht in der Bibliothek nachsehen? Weiß ich nicht. Also ich kenne 2 und 3, 1 kenne ich selbst nicht mehr. Zu lange her. Vielleicht sollte ich einfach nacheinander alles machen. Machen wir mal 1. Das Erforschen der lokalen Geschichte scheint einfach zu sein. Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Sie wären überrascht, wenn Sie wüssten, wie konfus die Menschen sogar bei einfachen Dingen sein können. In diesem Fall geht es um Rivet City. Das ist die erfolgreichste aller Siedlungen der Überlebenden. Aber keiner weiß genaueres über ihre Anfänge. Natürlich! Deswegen ist es ja so wichtig zu wissen, wie so ein Ort Erfolg haben konnte. Gehen Sie also hin und forschen Sie ein bisschen nach. Okay. Hört sich vernünftig an. Ich erforsche die Geschichte von River City. Was bringt es, in der Geschichte rumzuwühlen? Sie meinen, abgesehen davon, dass wir vermeiden können, unsere tragischen Fehler in einer endlosen Kette aus menschlichem Leid zu wiederholen? Ja. Wie wäre es mit einem großen Stapel Mantids? Neulich kam eine Lieferung. Leisten Sie gute Arbeit, werden auch die Leute von River City Sie belohnen. Okay, hört sich vernünftig an. Ich erforsche die Geschichte von River City. Ich kann's kaum erwarten zu hören, was Sie da unten alles so rausfinden. Und schauen Sie sich gut um, um sich ein reales Bild zu machen. Verstanden. Und damit hast du übrigens auch die spannendste von den drei. Oder ich weiß nicht, ob die... Nicht unbedingt die spannendste, aber meiner Meinung nach die coolste von den dreien erwischt. Ich glaube, sollte ich noch was fragen? Nö. Okay. Ich muss jetzt gehen. Und immer dran denken. Ich kaufe alles. Ja, das habe ich mir gemerkt, gute Frau. Ich glaube, in Rivet City, da sind auch diese entführten Freunde von Big Town. Da sollte ich doch auch hin und die befreien. Vielleicht kann ich das alles unter einen Hut bringen, oder? Das sollte mich sehr wundern, wenn das Rivet City war. Hallo! Du kannst aber auf jeden Fall... Yay! Sehr schön. Du kannst aber auf jeden Fall mal die Karte aufmachen, dann weißt du nämlich, was du jetzt vor dir hast. Ja, ein sehr, sehr langen Weg. Das ist von Mitte der Karte bis ans hinterste Eck der Karte. Aber ich könnte hierhin reisen und mir den Weg verkürzen. Würde ich auch machen. Kopfs Wohnung?
Hast du die entdeckt? Wer ist denn Dukov? Das ist so ein Zuhälter. Will ich ihn mal angucken? Sag bloß, du hast es nicht... Es wundert mich, dass du das jetzt schon hast, dass du bis hierhin gelaufen bist. Ja, das ist so ein kleiner Puff, ein selbst, ja, gegründeter Puff. Und die Frau hier, das habe ich mir gemerkt, die werde ich irgendwann retten, wenn ich in eine andere Stadt gehe. Warte mal. Hast du dich irgendwann mal mit dem selbst unterhalten? Ja. Okay. Wieso? Hat er dir eine Quest angeboten? Hey, ein bisschen mehr Vorsicht wäre der angebracht. Typ, eigentlich nicht, nur diese... Oh Baby, ich habe etwas ganz Besonderes auf Lager. Wie wäre es mit einer fetten Überraschung à la Dukov? Egal, Sie brauchen was zu trinken. Jerry, beweg deinen Arsch und bring uns verdammt nochmal was zum Trinken. Dass wir was trinken. Also ich habe ihn die Sachen hier gefragt. Alles eigentlich. Okay, ja, dann habe ich den, glaube ich, mit jemand anderem. Sehen Sie zu, dass Sie die Tür nicht an Ihrem süßen kleinen Hintern erwischt. Ich denke mal, dass der mit mir so umgeht, weil ich eine Frau bin, oder? Keine Ahnung. Ja, weil hier, die da hier, die könnte ich vielleicht mitnehmen auf meiner Reise. Hi, Schätzchen. Ich bin Cherry. Tu dir selbst einen Gefallen und sei vorsichtig mit Dukov. Er ist ziemlich geschickt. Eigentlich habe ich gesagt, dass ich es mitnehme. Ich weiß genau, das war die. Bezahlt er dich dafür? Natürlich. Warum sollte ich mich sonst um den alten Sack kümmern? Du glaubst doch nicht, ich wäre in den Mistkerl verliebt. Nein. Muss ich jetzt alle Fragen wieder so hinlenken, dass sie mitkommt? Muss sie ja nicht mitnehmen. Lass sie doch einfach mal hier. Ja. Ja gut, sie hat sie gut. Sie muss zwar ihren Körper verkaufen, um in Sicherheit leben zu können und Essen zu bekommen, aber mein Gott, passiert. Jo. Also ich würde dir empfehlen, bleib am Wasser. Ja, ja, ich weiß, das sind Supermutanten. Hier. Genau, in... Warte. Moment mal. Hier waren welche, wenn ich hier rumlaufe. Wo waren die denn nochmal? Ah ja, hier ist das Wasser. Dann laufe ich da mal hin. Ja, genau. Wenn ich hier weiterlaufe, dann kommen... Oder hier links laufe, ich weiß nicht mehr genau wo. Dann sind da Supermutanten. Nee, hier kann es auch nicht sein. Auf jeden Fall irgendwo hier sind welche. Aber was mich nicht wundert, in der Innenstadt, da leben die. Ja. Hey, ein Weihnachtsbaum. Typisches Easter Egg. Oh, und ganz viele Gegner. Du bist tot, Ritter! Ah, ich sehe auch so viel. Ich habe aber so eine Kampfflinte, da habe ich kein gescheites Gewehr. Warum soll ich eigentlich eine Jagdflinte nehmen? Das ist doch kein Snipergewehr, oder? Naja, mehr Snipergewehr als eine Kampfflinte, oder? Das wäre doch Sniper. Ja, aber was hast du jetzt vor, willst du gegen die kämpfen? Ja, soll ich einfach weiterlaufen? Ja, weiß ich denn nicht, kannst du einfach weglaufen. Treffen mich aber. Ich muss gegen alles kämpfen, doch für drei Frauen. Wasser bleibt, da entlang. Einfach mal laufen. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich davon berichtet, dass jemand kurz davor das kämpft der gegen 101 verlassen. Kann ich ihn denn nebenher beklauen? Ja. Ich habe mal gespeichert und bräuchte jetzt wieder irgendwie vielleicht ein bisschen so, Hilfe. So, noch lebst du doch. Ja, was, wenn ich angegriffen werde. Kannst du dann immer noch was dagegen tun? Es ist doch egal, ob ich jetzt was dagegen tue oder später. Nein, eben nicht. Ah, ein Centaur. Es ist eher eine Nahkampfwaffe. Sehr gut. Kopf. Seitdem die Helligkeit hoch geschraubt wurde, hä, wie kann denn so ein Viech leer sein? Das ist üblich, Zentauren haben nicht immer was dabei. Wieso? Links ist ein Gegner, wahrscheinlich ein Supermutant. Ganz viele Supermutanten. Ich würde ins Wasser springen. Das ist aber... Ich würde ins Wasser springen. Du bekommst ja nur einen Red pro Sekunde, das ist nicht so. Es ist tatsächlich eine nicht schlechte Möglichkeit, über das Wasser einfach nur den Fluss entlang zu schwimmen. Das ist immerhin sicherer
als jetzt durch ein Supermutantenlager zu gehen. Auf so eine verrückte Idee kam ich bisher echt noch nie. Sind nicht im Wasser irgendwelche Viecher? Also Meierlurks. Ah ja, ist ja mega chillig, jetzt kam ich noch nie auf die Idee. Was genau machst du gerade? Ja, ich dachte, es wäre ein bisschen... Wie nennt man das? Tödlicher? Nein. Leichtsinniger? Nein, dass man halt über alle, durch alles durchlaufen kann. Okay. Ja, du wirst schon gleich merken, was du davon hast. Was? Auf ruhig weiter. Ist das eine gute Idee, hier lang zu laufen? Ich hab nichts gesagt. Du bist ja schon fast da. Naja, solche Brücken sind immer sehr verdächtig. Naja, die Brücke ist nicht gefährlich. Okay. Was dann? Du verunsicherst mich etwas? Nö, ich möchte ja nicht spoilern. Ja, machst du aber insgeheim damit. Yay! Ich bin schon ganz in der Nähe. Ey, das ist aber hier eine Insel, oder? Ich muss hier nochmal über eine Brücke. Mhm. Und das sieht aus wie ein Supermutant. Ja, nicht nur einer. Schön, dass du dir wieder den Weg zurück ins Wasser gefunden hast. Ich hab mal Angst. Was hatte der für eine Waffe? Der hat eine Sprenggranate noch den geworfen. Ich hab's überlebt. Ja, wäre es gleich im Wasser geblieben, wäre das nicht passiert. Ja, okay, keine Ahnung. Aber es ist gut, mal beim Jefferson Memorial zu sein. Ist ein ganz cooler Ort in Fallout. Ich hab's immerhin entdeckt. Also, ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, ins Wasser zu gehen, weil das ist halt einfach so... Ich musste auch zweimal Fallout durchspielen, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass man nicht unbedingt sich mit allem anlegen muss. Und einfach, du musst übrigens nach rechts. Mein Tipp, schwimmen dahin. Okay. Nee, also ich habe es am Anfang auch nicht geblickt und habe mich durch so teilweise unmöglichst schwere Sachen durchgekämpft, bis ich mal verstanden habe, man kann einfach in einem Fluss entlang schwimmen. Man muss es nicht schwer machen. Yes. Darum, oder was? Ja. Hey! Ich könnte auch nichts sagen, dann würdest du jetzt 5 Minuten in die falsche Richtung laufen und merken, dass der die Map zu Ende ist und dann umdrehen. Ist dir das lieber? Ja, ich meine, ich spiel's ja blind. Das ist ja nicht mehr blind. Das ist blind genug bei dem schlechten Bildschirm. Okay. Soll ich da... Nein, da kann ich... Ich gehe da hier guck drüber. Guck doch einfach... Manchmal solltest du einfach deinen Marker aufmachen, deine Karte und mal ein bisschen gucken, wo du hin musst. Der spitze Pfeil zeigt an, wo du hin musst und der andere Pfeil zeigt an, wo du gerade hin musst. Ja, sehr da. Gut. Ja, ich weiß doch, aber ich dachte, ich soll da könnte da auch noch rüberschwimmen. Das wäre kürzer. Würdest du auch. Seba, wenn ich nicht verstanden hätte, wie dieser Pfeil funktioniert, wäre ich doch im Fallout noch nirgendwo hingekommen, oder? Naja. Hey, den habe ich schon öfter gesehen. Die Statue mag ich. Sieht aus wie irgendwie wie Olympische Spiele oder so. Okay, auf jeden Fall sind wir ziemlich nah und deine Gesundheit ist ziemlich low. Ach, und jetzt? Das heißt nicht, dass du irgendwas nehmen sollst. Das wäre nämlich pure Verschwendung, das jetzt nicht zu nehmen. Weil du bist quasi schon da. Hä, wieso denn Verschwendung? Es ändert doch nichts, ob ich das jetzt nehme. Lauf doch einfach mal dahin. Ich speichere jetzt alle 5 Sekunden. Das ist okay, das habe ich auch teilweise gemacht. Es sieht hier irgendwie überall gleich aus, wenn ich das so sagen darf. Das ist Rivet City! Ich gehe da gleich mal hoch. Okay. Da hinten ist ein Klo. Vielleicht musst du gerade. Ich muss kurz. Fertig. Gehen Frauen immer aufs Klo? So, ja, die machen immer wa-wa-wa. Das ist das Geheimnis der Frauen. Okay. Also, das sieht... Hey, hier... Lebt die Person? Hilfe. Bitte. Och, der gibt mir bestimmt irgendeine nervige Quest. Aber ich sollte mit ihm reden. Ich muss ja was über die Geschichte erfahren. Rat mal, was er will. Dass ich ihm helfe. Ui.
Hallo, Carlos. Könnten Sie mir helfen? Ich brauche Wasser. Aufbereitetes Wasser. Bitte. Ich habe nur verstrahltes Wasser. Ja, der fragt wieder das Gleiche. Was soll ich denn machen? Ich habe kein normales Saal. Ja, dann kannst du ihm nicht helfen. Aber ich habe doch einen Aufbereiter. Bitte. Hast du den? Ich brauche Hilfe. Ja, aber ich weiß nicht, wie man den benutzt. Der funktioniert, glaube ich, automatisch, solange du im Inventar hast. Ja, dachte ich auch mal, aber dann habe ich... nicht dafür, dass dreckiges Wasser sauber wird. Das ist keine Wundermaschine. Ja, weil... ich hatte mal einmal gutes Wasser gefunden. Ein einziges Mal. Und ich habe einen Aufbereiter, aber... sonst wäre das Wasser jetzt hier... Genau. Wenn du... ach, ich rede nicht mal. Egal. Ja, ich muss, denke ich... nicht helfen. Einfach welches finden. Und wieso gehst du jetzt wieder runter? Ja, der will ja nur Wasser. Und dafür bist du jetzt nach Rivet City gekommen. Warum guckst du nie auf deinen Marker? Du machst dir das Spiel echt künstlich schwer, ne? Ja, ich bin doch hier oben drauf. Was will ich denn bitte hier oben? Dann, wenn man mit der globalen Karte nicht mehr weiterkommt, nutzt man mal die lokale. Oh, du bist echt manchmal ätzend. Ich bin nicht ätzend. Ich versuche nur dafür zu sorgen, dass du nicht eine halbe Stunde lang jetzt um dieses Ding hier rumläufst. Ja, was hat das jetzt geändert? Nix. Ja, ich muss hier trotzdem runter. Nein, musst du nicht. Oben war eine Sprechanlage, Mann. Ich habe die Sprechanlage gesehen, aber ich hatte keinen Bock, sie zu betätigen. Ja, okay. Dann wirst du nie nach Rivet City kommen. Was will ich? Wieso sollte ich die betätigen? Vielleicht, weil da vorne ein Riesenschiff ist. Siehst du es nicht? Das ist ein Haufen Schrott auf meinem Gammelbildschirm. Hättest du erkannt, dass das ein Schiff ist auf meinem Bildschirm? Das Einzige, was erleuchtet ist, im Umkreis von was weiß ich... überall sonst sind nur Supermutanten. Okay. Und dein Questmarker zeigt dir hin. Okay. Rate mal, was das Ziel ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, du urteilst ziemlich asozial über mich, weil wer würde das erkennen, dass das ein Schiff ist? Aber du weißt, dass dir der Questmarker hin zeigt, also musst du hierher. Ja, aber ich wäre dann halt runtergelaufen und hätte unten erst nochmal geguckt. Okay. Mit dir gibt es eine Diskussion, wenn ich zusammen mit dir spiele. Ist ja okay, du kannst ja die Dinger fürs nächste Mal. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Bitte. Was? Ah, also, ich öfter eine Sprechanlage benutzen, oder was? Nö, ich muss auf deine Questmarker gucken. Na gut, dann mach ich das eben. Und als ob mich jetzt alle hier freundlich in dem Schiff empfangen. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Hat ja gepasst. Ich suche meinen Vater. Ich bin hier, um Nachforschungen zur Geschichte der Stadt zu betreiben. Ihnen bin ich keine Rechenschaft schuldig. Ich lande nur umher. Vergessen Sie es, ich hau hier ab. Soll ich sagen, dass ich meinen Vater suche oder dass ich Nachforschungen zur Geschichte mache? Was denkst du? Hey, es ist dein Let's Play. Wähl aus, was du willst. Okay. Ich hab dir jetzt in der Folge echt genug gesagt. Ja, das stimmt. Also, eigentlich bin ich hier, um Nachforschung zu betreiben, aber ich weiß ja, wo mein Vater... Okay, ich suche erstmal meinen Vater. Und wer soll Ihr Vater sein? Wenn er auf diesem Boot lebt, kenne ich ihn. Sie kennen ihn sicher nicht. Er hat sein ganzes Leben in einer Vault verbracht. Wieso ist es wichtig, wer er ist? Lassen Sie mich einfach durch. Sie kennen ihn sicher nicht. Er hat sein ganzes Leben in der einer Vault verbracht. Ach ja? Und ich bin der Kaiser von China. Wenn Sie weiter so ein Klugscheißer sind, werden Sie mit dem Gesicht nach unten im Fluss enden. Boah, ich hasse es, wenn Leute so unhöflich sind. Wieso ist es so wichtig, wer er ist? Lassen Sie mich einfach durch. Er ist verschwunden und ich versuche nur, ihn zu finden. Nichts weiter. Ich nehme das Zweite. Nichts weiter. In Ordnung. Sie können reingehen. Wenn es irgendwelchen Ärger gibt, enden Sie im Fluss. Verstanden? Danke. Wie großzügig von ihm, dass er mich doch durchlässt. Hallo? Hallo. Ich bin im Dienst. Fassen Sie sich kurz. Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen? Ich möchte jemanden melden. Ich muss mich auf den Weg Tschüss. Machen. Ciao. Oder ich könnte Sie fragen, wo alle Sachen da drin sind. Ich bin im Dienst. Fassen Sie sich kurz. Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen? Denke schon. Wo ist der Doktor?
Wo sind die Läden? Wo bekomme ich ärztliche Hilfe? Das werde ich aber eigentlich herausfinden, wenn ich drin bin. Okay, wer hat hier in der Gegend das Sagen? Kommt darauf an. Harkness ist für die Sicherheit zuständig. Er patrouilliert die ganze Stadt. Der Sicherheitsdienst hat sein Lager unten im Turm. Dr. Lee leitet praktisch alles Übrige. Sie ist auf Achtern, das heißt am nordöstlichen Ende der Stadt. Okay. Ich muss mich auf den Weg machen. Tschüss. Voll unhöflich. Also... Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Ja. Und lässt mich auch nie ausreden. Ich dachte, ich kann ja vielleicht noch kurz in das Schiff reingehen. Weil alle darauf warten, in dieses riesige, tolle Schrottschiff reinzugehen. Aber mein Freund mag es, glaube ich, lieber, wenn man so einen Cliffhanger hat. Also, du musst noch einiges auf YouTube lernen, was? Viel Spaß mit diesem Cliffhanger, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich bedanke mich auch bei meinem Gast, auch wenn er ein kleiner Klugscheißer ist. Hey, dafür bin ich da. Also wenn du mich hier eingeladen hättest, damit ich ganz sozial zuschaue, hättest du mir, glaube ich, Klebeband von Mund kleben müssen. Das wäre ein schöner Gastkommentator, würde ich sagen. Ja, perfekt. Okay, super. Also das nächste Mal bin ich nicht mehr dabei, denn wie ihr gehört habt, sie hat jetzt echt die Nase voll von mir. Oh, jetzt ist er voll traurig. Ja, also das war ja... Ich habe mich ja verhalten wie ein Arschloch. Ich habe versucht, so viel zu helfen. Das war niemandem recht. Kann ja nicht sein, dass ich immer Kawaii in deiner Folge bin und du immer wa-wa-wa-wa-wa machst. Ich bin nicht wa-wa-wa-wa-wa-wa. Aber es ist 1 Uhr morgens, was erwartest du von mir? Okay, entschuldigt für dieses komische Gespräch. Wir haben nachts und ich nehme nachts in Vorleuten nachts was auf. Wow, was ist, wenn hier morgen wird? Okay, das reicht jetzt. Vielleicht zum Schluss noch ein Tipp. Ja? Es gibt so eine Taste, die entweder, ich glaube es ist T. Damit kannst du warten. Falls mal wieder irgendwie was zuhaben sollte, zum Beispiel das Schiff vor dir. Ja, das hat mir aber auch ein Zuschauer gesagt. Jetzt warten wir kurz, dann ist es schön hell. Und dann... Sieht das nicht toll aus? Schön. Ach, jetzt sieht's richtig aus wie ein Schiff. Nicht. Ich finde, es sieht auch nicht mehr aus wie ein Schiff. Okay, jetzt ist wirklich Schluss mit der Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.